Jetzt wollen wir ganz gerne ein Diagramm anfertigen. Und zwar ein Diagramm, wo an der X-Achse die Spannung steht und in drei verschiedenen Graphen in diesem Diagramm die Ströme hier angezeigt werden. Es gibt verschiedene Arten, wie man das machen kann. Die, die ich persönlich am intuitivsten und am einfachsten finde, ist die folgende. Dazu markiert man die gesamte Tabelle, klickt hier auf Einfügen und auf Diagramm. Und was als erstes passiert ist, es geht ein Dialog auf und in dem Dialog können wir zig verschiedene Diagrammvarianten wählen. Also wir können hier Sollendiagramme machen, das ist jetzt das gerade, Balkendiagramme. Ich denke, das meiste davon hat man schon mal gesehen. Das Schöne ist, der zeigt einem auch direkt so eine, ja, Rohversion dessen an, wie es dann aussehen könnte. Für uns ist eigentlich relativ wenig an der Stelle interessant. Was wir brauchen, ist nicht etwa, und da kann man sich vertun, das Liniendiagramm, sondern wir brauchen das XY-Streudiagramm oder auch Scatterplot im Englischen. Das XY-Diagramm weist X-Werten, die eingelesen werden, Y-Werte zu. Das heißt, Werten auf der X-Achse weist es Werte auf der Y-Achse zu und beide liest er aus. Das ist der Unterschied zum Liniendiagramm. Jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten, die wir wählen können. Wir können nur Punkte anzeigen lassen. Das ist dann so ein wirklicher Scatterplot. Oder wir können die Punkte verbinden mit solchen Linien, die Punkte aber noch anzeigen. Die Punkte sind dann immer die, die wirklich in der Tabelle auftauchen und die Linien dazwischen, die interpoliert er quasi. Oder wir können es auch die Punkte nicht anzeigen lassen. Das sieht dann so aus. Oder. Wir können auch sagen, wie er zwischen zwei Punkten interpolieren soll. Man kann das mit Geraden machen. Oder man kann das mit Kurven machen. Üblicherweise würde ich Kurven empfehlen. Der Unterschied hier ist vernachlässigbar bzw. nicht existent, denn wenn ich eh schon auf einer Geraden liege, dann kann ich das auch nicht mit irgendwelchen Rundungen verbinden. Also hier ist Kurve gleich Gerade. Wenn wir aber Funktionsverläufe haben, die keine Geraden sind, sieht es schon anders aus und mit Kurve deutlich sinnvoller. Ja, und jetzt kann ich hier durch diesen Assistenten durchlaufen. Wenn ich jetzt mal auf Weiter klicke, dann fragt er, welchen Datenbereich er nutzen soll. Und das ist jetzt wirklich ein bisschen schwierig zu lesen, beziehungsweise etwas anstrengend zu lesen. Ich versuche das mal kurz zu erklären, was hier steht. Es startet mit Dollar Sheet 1. Und zwar kann man in einem Kalkdokument, also das ist die Kalkdatei oder das Dokument, kann man verschiedene Sheets oder Tabellen anlegen. Die seht ihr hier unten. Hier gibt es jetzt gerade zwei, also man kann hier quasi mehrere Blätter anlegen. Und das erste, was hier steht, ist, auf welchem Blatt befinden wir uns. Und wir befinden uns gerade auf Sheet 1. Hinter dem Sheet 1, also hinter dem Blatt, kommt ein Punkt. Das ist einfach syntaktisch so festgelegt. Und dann kommt der Bereich, den wir einlesen. Er nimmt jetzt genau den, den wir markiert haben. Das heißt, er startet bei A5, das ist quasi hier, und endet bei D16, das ist hier unten jetzt hinter dem Diagramm, das können wir nicht lesen. Und diesen gesamten Bereich benutzt er irgendwie. Jetzt müssen wir ihm noch verraten, ob wir zeilenweise Daten haben oder spaltenweise Daten. Wir haben Spaltendaten, denn die Daten, die wir nacheinander in das Diagramm werfen wollen, die liegen eben in der Spalte vor und nicht in der Zeile. Deswegen wählen wir hier Spalten und gehen einfach mal auf Weiter. Und jetzt identifiziert er die Datenreihen. Das heißt, er kann anhand meiner Markierung jetzt schon sich ausdenken, welche Datenreihen wir wohl haben. Und jede Datenreihe ist quasi eine Linie im Diagramm. Und offensichtlich hat er hier I1 in Milliampere, I2 in Milliampere und I3 in Milliampere. Das sind genau die Titel dieser jeweiligen Spalten. Wenn man das so macht, wie ich das gemacht habe, passiert das alles automatisch. Das heißt, wir brauchen uns keine Gedanken mehr zu machen, wie beschrifte ich die jetzt und wo kriege ich die Daten dafür her. Wenn ich das einfach mitmarkiere, dann nimmt er automatisch die erste Zeile zur Bezeichnung und die erste Spalte als X-Werte. Das ist sehr praktisch. Wenn man das weiß, weiß man auch, wie man am besten die Tabellen dazu anlegt. Und man vermeidet hier komische Titel obendrin, denn das sind sofort die, die gleich im Diagramm angezeigt werden. Also sollte man hier auch jeweils in den Spalten das hinschreiben, was man später im Diagramm haben möchte. Ja, wir haben hier gerade tatsächlich nichts weiter zu tun, als einmal weiter zu klicken. Jetzt können wir hier noch einen Titel vergeben. Ich nenne das mal irgendwie Stromspannungsdiagramm. Himmel. So. Untertitel lasse ich mal weg. Jetzt können wir die X-Achse noch beschriften. Die X-Achse ist die Spannung in Volt. Und die Y-Achse können wir auch noch beschriften. Das macht bedingt viel Sinn jetzt gerade. Ich sage mal I in Milliampere. Ich sage mal nicht, welcher Strom es ist. Und
Jetzt können wir noch Gitter anzeigen. Gitter sind quasi diese Linien. Im Moment haben wir ein Y-Gitter, das heißt, er zieht auf der Y-Achse ab und zu mal so Rasterlinien. Kann aber auch ein X-Gitter mit dazu nehmen. Dann zieht er auch senkrechte. Das sieht, finde ich, immer ganz gut aus. Und klicken auf Fertigstellen und wir haben unser Diagramm. Viel mehr war es eigentlich nicht, was man für ein einfaches Diagramm tun muss. Das können wir jetzt noch skalieren. Wir können hier drin noch rumschieben, was ich übrigens gerade gar nicht machen wollte. Das mache ich auch wieder rückgängig. Und man merkt, man muss jetzt ein bisschen aufpassen. Wenn man aus dem Diagramm rausklickt, können wir es jetzt uns markieren und können es durch die Gegend schieben und so weiter. Wenn wir einen Doppelklick drauf machen, können wir auf die einzelnen Diagrammelemente zugreifen. Also wir können hier nochmal irgendwie an die Achse dran, wir können hier in die einzelnen Datenpunkte dran und so weiter. Können einen Titel dran und können hier noch fleißig dann rumschreiben, wenn wir das wollen. Ansonsten wäre das jetzt erstmal ein Diagramm. Nächster Schritt wäre jetzt, dieses Diagramm zu nehmen und in Writer einzufügen. Das ist an sich relativ simpel, weil man muss gar nicht viel tun. Also wir haben jetzt ein Diagramm erstellt in Calc, das hängt hier jetzt so rum, das kriegen wir aber nicht vernünftig gelayoutet, dementsprechend wollen wir das jetzt bitte nach Writer packen. Und das ist relativ einfach, denn wir markieren dieses Diagramm einfach, und zwar so, dass es hier grün ist, also die grünen Quadrate heißen jetzt, ich habe wirklich das Diagramm an sich, also diese ganze grafische Einheit hier markiert. Drück einmal STRG C, was so viel heißt wie kopieren. Ich kann auch hier Rechtsklick kopieren sagen, ist auch okay. Dann wechsle ich in mein schönes Dokument. Das ist hier dieses Versuchstemplate-Dokument, was ich eh die ganze Zeit schon benutze. Und habe hier vielleicht eine Überschrift Messergebnisse. Die mache ich nochmal kurz zur Überschrift. Und füge das bei den Messergebnissen einfach mal ein mit STRG V. So, und was passiert ist, er schiebt das Diagramm hier rein. Jetzt merken wir gerade, dass er hier standardmäßig eine komische Art des Umlaufs wählt. Hier ist standardmäßig optimaler Umlauf aktiviert, das müsste man noch ändern. Hier würde ich doch stark empfehlen, mal keinen Umlauf zu nehmen, dementsprechend, weil so ein Diagramm sollte doch irgendwie mal alleine stehen. Ja, und jetzt habe ich hier mein Diagramm. Das Schöne an der Sache ist, wenn ich es so einfüge, dass ich das hinterher noch skalieren kann. Also ich kann das auch groß und klein ziehen und das ist hier keine Pixelgrafik. Dieses Diagramm ist nicht als Grafik übertragen worden, sondern dieses Diagramm ist wirklich als komplettes Diagrammobjekt übertragen worden. Das heißt so viel wie, dass ich sogar hier noch reingehen kann und hier noch Änderungen vornehmen kann. Das heißt, ich kann hier wirklich in Writer direkt noch sagen, was weiß ich, gelb gefällt mir jetzt aber nicht, ich möchte hieran irgendwas ändern. Zum Beispiel möchte ich, was weiß ich, eine andere Farbe haben oder sowas. All das kann man hier noch nachträglich machen. Und das ist natürlich deutlich angenehmer, als wenn ich hingehe und das Ganze als Grafik übertrage. Denn wenn ich das als Grafik einmal übertragen habe, wird es relativ schnell pixelig und wie gesagt, ich kann keine Änderungen hinterher mehr vornehmen. Der Vollständigkeit halber würde ich sagen, machen wir das noch. Sagen wir mal, uns gefällt dieser Gelbton hier nicht, dann klicke ich auf die Linie drauf. Wichtig ist wirklich auf die Linie und nicht daneben und kann dann hier im Bereich Datenreihe und zum Beispiel eine Farbe auswählen. Ich sag mal, blau gefällt mir, rot haben wir auch schon, gelb finde ich blöd, was nehme ich dann stattdessen? Nehme ich mal so ein, was weiß ich, so ein Grünstich. So ein Grün und dann ist die ganze Nummer grün. Das ändert er auch automatisch mit netterweise. Und die Sache funktioniert eigentlich ganz gut. Anmerkung dazu. Jetzt haben wir das zwar als Diagramm eingefügt, was wir aber nicht gemacht haben, ist irgendwie ein Verweis zwischen diesem Diagramm und dem Diagramm in Calc. Das heißt, wenn ich hier jetzt irgendwie Werte ändere, ich schreibe hier mal wahllos irgendwas hin, ich multipliziere den Wert einfach nochmal mit 2 aus irgendwelchen Gründen. Himmel mit 2 und nicht mit 2C1, so. Dann sehe ich hier, dass sich im Diagramm was getan hat. Na, hier ist jetzt so ein Hubbel drin, weil plötzlich ein Wert doppelt so groß ist. Das sehe ich jetzt im Writer nicht. Das heißt, dieses Diagramm kommuniziert nicht mehr mit dieser Calc-Datei. Kurzum, wenn ich hier nachträglich aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Werte ändern muss, dann muss ich das Diagramm hinterher wieder zurück in den Writer kopieren, wenn es dann hier fertig ist. Das ist ein bisschen schade. Im nächsten Video zeige ich dann, wie man sowas tatsächlich noch hinkriegt, dass man quasi eine Tabelle im Hintergrund laufen hat in einem Calc-Sheet und die instant quasi dauerhaft Änderungen mit an den Writer schickt. Also kurzum, so dass ich im Writer ein Diagramm habe, was sich immer auf eine aktuelle Tabelle bezieht.
Das ist dann allerdings schon relativ komplex und schwierig zu erledigen und auch schwierig zu verstehen, sodass das definitiv nochmal ein separates Video braucht.